Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIVE Universe Video. Heute zeige ich euch die Quest Reward Overview Liste, created by Flying Snow vom FLIVE Universe API und FLIVEpedia.com. Diese Liste zeigt im Endeffekt auf Englisch alles an, was es an Quests aktuell gibt. Zeitgleich kann man sich auch direkt die XP berechnen lassen, genauso wie bei FLIVEpedia. Und halt auch, welche Belohnungen es gibt, also quasi Penya, Items, Inventory-Slots und natürlich auch, wo das Ganze startet und welches Mindestlevel man haben muss und so weiter und so fort. Und ist ein ganz gutes Tool, vor allem für neue Leute, die jetzt, vielleicht den ganzen FLIVE Universe-Hype ein bisschen zu spät erst mitbekommen haben und sich jetzt schwer tun, weil, die meisten Leute haben jetzt halt schon ihren Charakter hochgelevelt und im Low-Level trifft man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute, die man fragen kann. Und das ist eigentlich ganz nice, wobei man halt sagen muss, da stehen wie gesagt alle Quests drin und es gibt ja doch einige, meiner persönlichen Meinung nach zumindest, die auf jeden Fall durchaus nicht wirklich notwendig sind. Beziehungsweise sind halt ja die Chapter-Quests, also quasi alles, was mit Reonan zu tun hat, einzeln gelistet, wobei das ja im Endeffekt, technisch gesehen eine Quest, beziehungsweise halt eine Quest-Reihe ist. Das heißt, das ist ein bisschen viel, also die Liste ist ganz schön lange, weil halt alle Chain-Quests, wie gesagt, einzeln gelistet sind. Das heißt, aber wenn man sie nach und nach durchguckt, dann sollte man sich hiermit eigentlich ganz gut zurechtfinden, wie gesagt, und kriegt nochmal einen Überblick über die Quests, die eben verschiedene Belohnungen haben, wie zum Beispiel Items und Inventory-Slots, also wo man sagt, okay, die Quest möchte ich machen und andere Quests, die zum Beispiel keine besondere Belohnung haben. Also ich finde vor allem am Anfang gibt es dann einige, wo man wahrscheinlich eher sagt, die macht man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also zum Beispiel diese Unknown Situation. Wenn man dran denkt, ist es ganz gut, aber es ist auch ein bisschen nervig, da immer wieder zurück nach Flaris sich zu teleporten. Am Anfang levelt man ja recht schnell und immer wieder zurück nach Flaris und wieder hochlaufen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und solche Sachen. Da muss man immer wissen, ob sich das dann für einen lohnt. Aber im Endeffekt ein cooles Tool auf jeden Fall. Das gibt es auch schon länger. Ich habe es am Anfang auch mal in einem Video vorgestellt, aber eben nicht nur darüber. Und in letzter Zeit kommen wieder sehr viele Fragen zum Thema Quests tatsächlich. Und ich denke, einige Fragen davon werden sich auf jeden Fall hiermit beantworten lassen. Beziehungsweise gibt es auch andere Videos von mir, wo ich zum Beispiel nur die Quests 60 bis 65 und so weiter zeige. Kann man sich hier im Endeffekt auch aussuchen, aber das alles Questreihen sind. Die eine startet mit 15, die andere startet mit 30 und nur eine davon startet mit 60. Habe ich halt noch die anderen Videos, wie gesagt, die das nochmal ein bisschen detaillierter sozusagen vorstellen. Und ja, da sind auch die neuesten Quests drin, also aktueller Stand ist auch dabei. Das heißt Vulcan Quest, wobei die jetzt relativ einfach ist und die Hasberg Quest 3, die ist eigentlich auch ziemlich einfach. Also da muss man nicht viel suchen oder so, das ist eigentlich relativ offensichtlich, wo man das findet und wo das dann auch immer weitergeht und so. Aber wie gesagt, ist ganz nice und auf jeden Fall hilfreich. Und ja, wenn ihr Anfänger seid in FLIVE Universe oder ihr einen Anfänger kennt, dann könnt ihr denen diese Liste ja zeigen. Ist aber nicht von mir, also beachtet das, also wenn hier irgendwas nicht stimmt oder so, da kann ich auch nichts dran ändern. Wie gesagt, der Creator steht oben, zwar nicht mit Discord-Tag, aber wird man wohl über den FLIVE Universe Discord irgendwie erreichen können, wenn man da nochmal Fragen oder Probleme hätte. Aber wie gesagt, wenn irgendwas nicht hundertprozentig klar ist, dann kann man immer noch andere Leute fragen. Oder wie gesagt, FLIVEpedia kann man auch nochmal reingucken und sich die einzelne Quest nochmal im Detail anschauen. Aber ja, ist wie gesagt ganz nice. Man kann sich auch hier einen NPC anzeigen lassen. Da wird dann FLIVEpedia aufgerufen mit dem NPC. Und dann kann man hier auf Location drücken und dann sieht man, wo zum Beispiel Suri von der Reonan-Quest hier ist und so weiter und so fort. Also hat eigentlich wirklich alles drinnen. Und ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen von euch, der vielleicht noch Probleme mit den Quests hatte. Und sage danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten FLIVE Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.